willkommen zu Tag 12 der Mindset und Routine Challenge. Ja, sehr, sehr cool. Es haben schon Leute bestellt und zwar auch sogar schon Sparringpartner. Wir haben beide jeweils das Paket bestellt, haben noch Ideen fürs Weiterschenken und ja, da hat sich scheinbar schon eine Verbindung aufgebaut von du bist mir fremd zu okay, wir sind jetzt seit 10 Tagen ungefähr verkoppelt, verpflichtet durch die Routine. Also sehr schön, dass sich da auch schon Freundschaften aufgebaut haben. Das freut mich sehr für euch. Heute soll es um was ganz anderes gehen. Gestern ging es ja darum, wie du ein positives Mindset aufbaust. Ich habe übrigens vergessen, es gibt auch eine Trance-Datei, ja, habe ich gestern nicht erwähnt. Die kann man sich auch downloaden, wenn du also Habt ihr alle eine Mail bekommen dafür, aber falls du die irgendwie nicht gesehen hast oder so, ja, also wieder unter den Materialien zu downloaden, wenn du dich eingetragen hast bei der Challenge, dann hast du das eh schon bekommen, zum Stärken deines Mindsets. Das ist eine Chance, die kannst du dir immer wieder anhören, um dein Mindset zu stärken. Ja, und heute geht es um das Gegenteil. Tony Robbins wurde mal gefragt, wie ist denn das? Braucht man für Veränderung? Also muss man das wirklich wollen? Also kann man nur Menschen verändern, die auch selber verändert werden wollen? Und Tony Robbins Antwort war, nein. Du kannst jeden Menschen verändern. Was man dafür aber braucht, ist ein gewisser Drive. Ja, also nehmen wir an, ja, an manchen Tagen hat es nicht so gut geklappt. Ich habe auch schon per Mail die Frage bekommen, hey Marian, ich habe jetzt meine Routine gemacht, ich habe jetzt hier meditiert und ich war hier laufen und irgendwie die Stimmung danach war nicht so mega. Ja, also so von wegen Belohnung und irgendwie habe ich schon Sorge, jetzt schon aufzugeben. Ja, gibt es da irgendwie eine Methode, ein Tool, eine Technik, wie ich das ja, besser machen kann? Und ja, das gibt's. Und zwar ist das jetzt nicht so positiv, aber ich lade dich ein, jetzt wirklich mitzumachen. Und zwar geht es darum, dir deutlich zu machen oder klar zu machen, was ist die Konsequenz, was ist die Auswirkung. Das ist in unserer Kultur ein bisschen schwierig. Wir sind da so auf Pseudopositivdenker. Also uns geht schlecht, wir jammern ständig. Und gleichzeitig, wenn uns dann jemand fragt, denken wir positiv. Ja? Also so pseudopositiv, so eigentlich geht es dir total scheiße und dann sagst du, wie geht's dir? Und dann sagst du, gut. Ja, es geht dir überhaupt nicht gut. Oder so, wie läuft es gerade im Business? Im Business läuft es gerade richtig schlecht, das kann man aber nicht sagen, weil es kommt ja nicht gut rüber. Sagst du, ja, ist ja gut, das ist sehr herausfordernde Zeiten, aber es ist ja sehr gut. Ja. Also wir reden Dinge schön. Und wir reden uns auch Auswirkungen schön. Zum Beispiel, wenn du jetzt deine Routine nicht weitermachst, wenn du dein Mindset nicht weitersteckst, naja, bis jetzt hast du ja auch überlebt, ja, wirst du ja wohl weiter überleben. Und dieses Gedankenkonstrukt lade ich dich ein, heute bewusst abzulegen und mal wirklich in die negativen Konsequenzen reinzugehen. Bei mir war das damals so, wie ich angefangen habe, wirklich viele Routinen aufzubauen, wirklich diszipliniert zu werden. Das war ja in Zeit meiner Masterarbeit. Und da war es eben so, dass ich einfach gemerkt habe und mir einfach die Auswirkung klar wurde, was das bedeutet, wenn ich jetzt so weitermache wie bisher, wenn ich eben keine Routinen aufbaue, wenn ich nicht diszipliniert bin. Ich habe gemerkt, boah, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich den Master, also den Abschluss der Psychologieausbildung schaffe. Ja, ob ich das wirklich hinkriege mit diesen, also ich habe ja schon alle Kurse gemacht, es ging nur noch um die Masterarbeit, die hat nur noch geschrieben gehört. Ja. Also für Leute, die auch studiert haben, wissen, was das meint, ja, nur noch schnell die Masterarbeit schreiben. Bin ja schon ein Jahr dran gesessen. Ja? Habe ja schon eine ganze Seite produziert immerhin. Und ich habe mir dann überlegt, was sind die Auswirkungen? Eben eins davon, okay, Psychologiestudium wird nichts. Und dann habe ich nicht gesagt, naja, aber ganz ehrlich, Marian, du hast jetzt alles geschafft. Irgendwie wirst du es schon schaffen. Einfach weitermachen wie bisher. Nee, ich habe mir wirklich angeschaut, wenn ich so weiterlebe wie bisher, wenn ich so produktiv bin wie bisher, und das war eine ganz leichte Rechnung, ein Jahr eine Seite, 100 Seiten braucht es, also brauche ich 100 Jahre. Ja? 100 Jahre werde ich nicht studieren, ja? Also kein Psychologiestudium, ja, war ganz klar. Das nächste war dann, okay, kein Psychologiestudium, ich habe nebenbei schon gearbeitet, ich habe mich schon selbstständig gemacht, habe da so mäßig verdient, war auch klar, wenn es auch so weitergeht wie bisher, werde ich auch in 100 Jahren, also in 100 Jahren vielleicht nicht mehr, aber in 10 Jahren auch noch mäßig verdienen. Wenn ich jetzt 10 oder 20 Jahre mäßig verdiene, heißt es auch keine Familie, ja, weil wenn du nicht mal dich selber gescheit ernähren kannst, kannst du auch niemand anderen ernähren. Ja, und ich bin wirklich so alle Dinge durchgegangen, was sind die Konsequenzen im Worst-Case-Szenario. Also jetzt nicht, wenn ich mir die Sachen schön rede, ja, es wird eher, nee, im Worst-Case-Szenario. Also wenn es wirklich Schlag auf Schlag kommt, wenn es wirklich schlecht läuft, was ist dann die Konsequenz? Wenn ich das eben nicht tue, in dem Fall war es Aufbau von Routinen und vor allem von Selbstdisziplin. Und die Frage, die du dir stellst heute, die auch im Workbook drinnen ist, ist eben, was passiert im Worst-Case-Szenario, wenn du deine Routine nicht durchführst, wenn du dein Mindset nicht stärkst? Und da will ich gar nicht, dass du positiv darüber nachdenkst und sagst, naja, dann war ich halt nicht laufen, nehme ich halt nicht ab. Nein, wir gehen das Worst-Case-Szenario durch. Das heißt, beim Laufen zum Beispiel wäre das nicht nur, dass du dicker wirst, dass du wirst vielleicht gar nicht früher sterben, aber die letzten 20 bis 30 Jahre deines Lebens wirst du wahrscheinlich leiden,
Ja? Und zwar richtig leiden. Ja? Du wirst Schmerzen haben. Dadurch bist du auch ein unangenehmer Mensch. Du wirst oft jammern. Ja? Und weil du oft jammerst, ist es dann so, dass die Leute auch nicht wirklich mit dir Kontakt haben wollen. Ja? Also so ab 50 aufwärts sind die dann, oh, also wirklich, kannst du nicht bitte verschwinden da aus meinem Leben. Es ist einfach, ach, ist uninteressant mit dir. Also das ist so die Schlagrichtung, in die es hingehen soll. Wirklich das Worst Case, nicht das Average Case, also das Durchschnittsszenario, sondern das Worst Case Szenario durchzudenken. Und das wäre durchaus realistisch, wenn du heute und die nächsten Tage deine Routine nicht machst und in Zukunft auch nicht machst und nie machst und dein Mindset auch nicht stärkst, dass du da nicht nur vielleicht unfitter wirst und unsportlicher und vielleicht auch ein bisschen früher stirbst, sondern vor allem, dass die letzten Jahre deines Lebens, also die werden einfach richtig dreckig. Ja. Übrigens, Laufen hilft auch bei der Myelinisierung deines Gehirns, also es hilft beim Lernen, dadurch vernetzt sich dein Gehirn besser. Das passiert dann auch nicht, das heißt, du wirst auch früher, ja, jetzt nicht anfällig für Alzheimer, aber du wirst halt einfach, naja, du wirst auch nicht mehr der Hellste sein dadurch, ja, auch ganz klar. Also alles, was irgendwie du dir schlecht reden kannst, was im Worst-Case-Szenario deutlich wird, schreib dir das mal wirklich alles auf und jetzt nicht nur ein bisschen, sondern so richtig deftig. Nehmen wir an, du hast eine Meditationsroutine. Na, da wurde ich ja speziell auch gefragt, wie ist es beim Thema Meditation? Naja, ganz, ganz klar, also wenn du jetzt nicht täglich meditierst, tust du ja nichts für deine Persönlichkeitsentwicklung, tust nichts für den Geist, aber was man auch noch sagen muss, du hast nicht mal das geschafft. Du hast es nicht mal geschafft, täglich zu meditieren, nicht mal 5 Minuten. Ja. Das heißt, ganz ehrlich, was willst du überhaupt im Leben schaffen? Ja. Du wirst wahrscheinlich, wenn es ein bisschen kriselt, in den nächsten Jahren wirtschaftlich gefeuert werden oder deine Selbstständigkeit nicht weiter ausüben, weil du schaffst es ja nicht mal, 5 Minuten zu meditieren. Was geht dann überhaupt? Dann bist du arbeitslos, ja. Du ärgerst dich wahnsinnig, dadurch hast du auch keine Freunde mehr, weil die Leute sagen, hey, mit so einem Menschen, ganz ehrlich, wer will mit so einem Menschen zu tun haben? Es ist ganz klar, weil wenn du nicht meditierst, dann sind die negativen Emotionen auch stärker und na, du hast ja auch nicht fertig, bringst irgendwas anderes zu machen, ja, also geht gar nichts. Das heißt, du wirst auch früher oder später unter der Brücke leben, ganz klar, ne? Keine Freunde haben, ne? Weil wer will mit so jemandem was zu tun haben, der es nicht mehr schafft, sich 5 Minuten hinzusetzen. Ja. Und ich gehe da jetzt bewusst sehr, provokativ schon im Sinne von hervorholen. Ja. Also wirklich das Worst-Case-Szenario hervorholen. Was passiert, wenn du deine Routine nicht vollführst? Und wenn du das wirklich durchdenkst, wenn du das wirklich auch aufschreibst ins Workbook und auch wirklich, okay, was ist noch schlimmer, dir aufschreibst, dann kriegst du auf einmal einen ziemlichen Drive dafür, Zahnseide zu verwenden, ja, weil sonst fallen ja die Zähne aus und du zahlst Tausende oder 10.000 Euro beim Zahnarzt und gehst auch pleite und so weiter, zu meditieren, zu laufen, zu schreiben, whatever. Ja. Wenn du wirklich ganz ernsthaft nicht positiv denkst, sondern wirklich das Worst-Case-Szenario beschreibst. Die Fragen sind im Workbook drinnen. Ja, ich bitte dich, die Fragen heute ausführlich zu beantworten. Ja, gerne auch mit dem Sparring-Partner. Kannst auch, wenn du Sparring-Partner bist und dein Partner ein bisschen positiv, ja, so schlimm ist es. Nein, doch, so schlimm ist es. Ja, du wirst sterben, verdammt nochmal. Das sollte so ungefähr die Energie sein, wie du deinen Sparring-Partner begleitest, wenn du einen hast. Das sollte ungefähr so der Drive sein. Ja, also bring den anderen auch wirklich ein schlechtes Gefühl, weil aus diesem schlechten Gefühl entsteht Power. Ja, ich habe überhaupt nichts gegen Wut, Angst, Trauer und so weiter. Das sind alles super Emotionen, die uns weiterbringen können. Nutze diese Emotion. Ja, nutze diese Emotion, um einen richtigen Drive zu entwickeln. In diesem Sinne, viel Erfolg mit dem heutigen Tag, viel Spaß beim Austausch mit deinem Sparringpartner und vielleicht bis bald bei NLP in a Week. Ciao dir, tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meine Webseite vorbei, dort biete ich kostenfreie Webinare an und auch mein Audioprogramm ist mit dem Gutscheincode PODCAST um einiges günstiger zu erwerben. Für die, die wirklich Meisterschaft erlangen wollen oder der Podcast einfach zu wenig ist, für die bieten wir NLP-Ausbildungen an, aber auch NLP-Seminare. Schau einfach unserem Angebot rein, ob etwas für dich dabei ist. In diesem Sinne, auf bald, dein Marian. Ciao dir. Tschüss.